Hier ist Ronja und wir machen mal was ganz Neues hier, was wir noch nie gemacht haben, zusammen mit... Mit der unsichtbaren Easy! Man sieht nur so deinen Schwanz über den Boden krabbeln. Die Easy und ich spielen heute eine Folge, das macht gar keinen Sinn. Wir spielen heute eine Runde Master Builders und stellen uns dabei lustige Würdest-du-eher-Fragen. Und zwar könnt ihr da selber auch mit abstimmen, wir machen das alles nachher oben in die Infoboxen, dann habt ihr ein bisschen... Interaktion. Yes! Ha? Das ist nice! Das ist nice! Ich will abstimmen! Du willst abstimmen? Dann guck das Video easy. Auf jeden Fall auch bis zum Ende. Das ist gar nicht wichtig. Ja! Das ist gar nicht wichtig. Doch, ganz wichtig. Sag mal, geht die Runde jetzt irgendwann mal los? Nö. Doch, jetzt kommen Leute. Jetzt kommen Leute. Es ist richtig voll jetzt hier auf dem Server. Das ist ja krass. Alle auf einmal so. Plop, ja. Da waren sie da. Oh Gott, das ist ja ein richtiger Meme. Was ist denn da los? Ein Mob, ein Flashmob. Du warst so in der Mitte von einfach 10.000 Leuten. Okay, was haben wir denn? Thema Junge, Ring, Disco, Labyrinth oder... Junge. Bevor ich das gelesen habe. Junge! Junge! Oh, guck mal, hier ist richtig schön. Hier sieht man so den Himmel. Ah, never mind, ist weg. Hä, was? Ich hatte Himmel ist weg? Ich glaube, ich hatte einen Bug. Ach so. Ja, Junge. Sehr gut. Okay, ich bin... Oh Gott, ich habe lange nicht mehr gebaut, muss ich sagen. Was wollen wir machen? Lass einen Plan machen erstmal. Okay. Ich würde vielleicht sagen, also kannst du Menschen gut bauen? Ist sehr gut sogar, ja. Sehr gut, okay. Können wir dann so einen Mutter, Vater und einen kleinen Jungen dazwischen, damit man halt auch die Körpergröße unterscheiden kann? Weil ich glaube, wenn man nur einen baut, dann sieht es so aus, als würde man einfach einen erwachsenen Mann bauen. Und dann kann man klarer erkennen, dass es ein Junge ist. Und wenn wir noch Zeit haben, können wir dem so einen Ballon in die Hand geben. So einen roten oder so. Okay. Okay? Ja, ich hab super Ideen schon. Das ist Träumchen. Ich mach und mal was Boden. Baust du? Du baust den Boden, Ronja! Jetzt ist aber mal gut. Ich suche mir auch was. Pass auf, ich mache was Schönes. Ah, Biom auf deinem Grundstück. Was? Biom auf... Ach so, du willst das Biom ändern. Das ist alles, was du machen willst in der Folge. Nein. Das Biom. Nein. Aber du wolltest doch auch Fragen beantworten, oder nicht? Okay, doch, ich möchte auch Fragen beantworten. Soll ich dir mal eine Frage stellen? Hau mal raus. Hauen wir mal raus. Also, Ronja, gute Frage. Okay. Erste Frage, gute Frage. Würdest du eher Ellenbogen haben wollen, die andersrum angebracht sind, oder Knie haben wollen, die nach hinten schauen? Oh, das ist eine schwierige Frage auch zu beantworten. Ich glaube, kann ich noch laufen? Ich meine, es ist im Endeffekt die Frage, kann ich meine Arme nicht mehr benutzen oder meine Beine? Ich glaube, ich würde lieber meine Beine nicht benutzen können. Also, Knie. Was sagt ihr, Leute? Stimmt hier oben bei mir ich gerne ab. Easy, was sagst du? Hä, du könntest doch rückwärts laufen. Das ist doch eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Du bräuchtest ja nur deine Augen. Ja, ich glaube, es ist einfacher, rückwärts zu laufen, als deine Arme einfach... Aber wäre es dann nicht sinnvoll, beides andersrum zu haben, wenn du... Damit du einfach komplett rückwärts bist? Ja, weil dann kannst du nämlich dich auch abfangen, wenn du hinfällst. Das ist saugrad. Stimmt, ansonsten fällst du einfach und dann kannst du einfach nichts machen. So, ja, das war's. Ja! Bist gefallen. Ja. So, da ist der Junge, okay? Okay, ich bin hier schon mal an den Füßen von einem Elternteil dran. Okay. Die sind zu nah, ich muss ihn ein bisschen weiter rüberschieben. Okay. So. Weißt du was, ich verpasse dem Jungen einen Strohhut, ist das okay? Ja, das ist okay. Okay, weißt du was, ich gebe ihm schon mal einen Ballon. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Oh, das ist süß, ja. Ist das hier die Ballonstange? Tup. Ja. Tup. Ah, Mist. Tup. Tup. Der Strohhut ist ja süß. Hast du noch eine Frage, Easy? Ja, durchaus. Ich war gerade vom Bauen so abgelenkt. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch... Richtig. Einer von uns macht ja hier mehr Arbeit. Okay, Frage Nummer zwei geht natürlich auch an die Zuschauer. Was würdest du lieber tun, beziehungsweise was würdet ihr lieber tun? Könntet ihr lieber die Zukunft vorhersehen oder die Vergangenheit sehen? Also jeden Zeitpunkt in der Vergangenheit einfach so 1A. Das wäre ein Geschichtstest. Das wäre richtig einfach. Überleg mal, was du da für Noten kriegen würdest. Aber ohne Probleme. Ja. Ich glaube aber, ich würde lieber die Zukunft sehen können. Ich fände, echt jetzt? Weil das andere kannst du ja alles auch in Geschichtsbüchern nachlesen, aber die Zukunft kennt ja keiner. Und dann, erstens, also jetzt mal aus rein Monetarisierung müsste richtiger Sicht, könntest du ja einfach Lotto spielen, wie kein zweiter. Also, das stimmt. Das musst du immer noch bedenken, ja? Wenn irgendwann dein Job nicht mehr läuft, dann kannst du sagen, hey, kein Problem, ich werde Lotto-Spieler. Und es professioneller. Aber glaubst du nicht, du wirst irgendwann von denen ausgeschlossen? Die lassen sich doch nicht Lotto spielen, wenn doch, du alles vorher... Doch, das kann sein, aber du musst halt die großen Jackpots nehmen, damit du schon mal ausgesorgt hast, wenn du die ersten paar Mal gewinnst. Weißt du? Ah. Das ist so ein bisschen... Ronja, du hast richtig kriminelle Energie, muss ich sagen. Das gefällt mir. Aber machst du da gerade die Frau oder den Mann? Ich mach den Ballon. Aber und was ist mit den Schuhen, die du da angefangen hast? Das ist der Mann.
Das wird der Mann. Wird okay, der dann mache ich hier. Der Ballon ist nicht schön, aber man kann nicht alles haben. Kriegst du den Mann hin in der Zeit? Ja, es sind 2,5 Minuten. Ich glaube, guck einfach, was du mit der Frau hier machst. Und dann, ich ziehe ihr ein Kleid an, das kannst du mit dem Mann wahrscheinlich nicht so gut machen. Ja, aber guck, ich kann ja den Jungen so ein bisschen emulieren. Okay. Next question! Es geht los. Frage Nummer 3. Würdest du lieber als einziger Mensch unter Tieren leben wollen oder als einziges Tier unter Menschen leben wollen? Oh, Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich weiß gar nicht, was besser wäre. Oh nein, das ist ja fast wie in der Schule. Ich glaube, ich würde lieber als Mensch unter Tieren leben wollen. Was ist mit dir? Würdest du wirklich? Ich glaube auch, ja, tatsächlich. Weil als einziges Tier unter Menschen, manche Menschen gehen halt überhaupt nicht nett mit Tieren um. Ja, und das war auch mein Gedanke. Dann bist du halt, wenn du Pech hast, läuft es halt nicht so gut für dich. Aber es kommt vielleicht drauf an, unter welchen, weil unter Löwen würde ich auch nicht leben wollen. Auch wieder wahr. Aber ich glaube trotzdem, dass du es einfacher hast als Mensch unter Tieren. Außerdem, ich weiß ja nicht, wie es ist, ein Tier zu sein. Ich weiß nur, wie es ist, ein Mensch zu sein. Was ist mit euch? Also was würdet ihr lieber sein? Sind Jeans aus blauer Wolle okay? Sieht das akzeptabel aus? Sieht das aus wie eine Jeans? Der Mann ist sehr dünn, glaube ich. Ich glaube, das ist das Problem. Ja, das könnte in der Tat das Problem sein. Ich glaub, meine Frau hat nur einen Arm, das fällt mir jetzt auch gut auf. Wir haben noch eine Minute. Oh, wir haben nur noch eine Minute. Okay, er bleibt halt dünn. Es ist ein dünner Mann. Man kann nicht alles haben im Leben. Oh, weia. So. Die halten Händchen. Ist das nicht süß? Oh, das ist niedlich. Total. Deine Frau ist so viel hübscher als der Mann, den ich hier versuche zu bauen. Als ob du noch nicht... Du hast nur noch 43 Sekunden. Ich weiß, es ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Ich muss die ganze Zeit nur Fragen vorlesen. Aber... Es ist halt eine Herausforderung für viele. Also für mich eigentlich nur. Ich will eben so einen Bierbauch machen, aber ich glaube, ich habe zeitlich Einschränkungen. Ja, oh, vermutlich. Warte, ich glaube, der wird nicht fertig. Soll ich dir helfen? Ja, kriegst du es hin? Das weiß ich nicht. In 15 Sekunden den Mann fertig zu bauen. In 15 Sekunden? Oh Gott, das ist ein langer Kopf. Ah, nee. Ja, ich meine, er hat keine Arme, aber braucht er die wirklich? Er hat einen Arm. Okay, wenigstens hat er jetzt einen Kopf. Ronja, wirklich. Entschuldigung. Ich habe versucht... Was ist das eigentlich? Ja, was hast du versucht? Das ist eine gute Frage. Nee, dem gebe ich ein Okay nur. Hä, das war richtig gut. Was ist das? Playboy. Und das ist ein Steve. Ja, okay. Der baut ein Minecraft. Ja, der gefällt mir nicht so gut. Nächste Frage. Okay, pass auf. Würdest du lieber dein Leben lang keine Pizza oder dein Leben lang keine Nudeln mehr essen? Das ist einfach keine Pizza. Wirklich? Ich mag Pizza nicht so gerne. Ich bin da immer so schnell voll von und ich esse gern viel. Und dann bin ich meistens, keine Ahnung, nach so einer halben Stunde... Nach so einer halben Pizza bin ich schon so voll, dass ich einfach nichts mehr essen kann. Aber Nudeln kann ich so 3-4 Teller essen, kein Problem. Na, ernsthaft? Ja. Okay, krass. Was ist bei dir? Ich kann auch keine Pizza essen ganz. Also ich muss immer so in 3 Schichten quasi eine Pizza essen. Aber bei Nudeln ist es halt auch nicht anders. Ich kann jetzt auch nicht irgendwie ein oder anderthalb Teller Nudeln essen. Was ist das? Aber das ist kein Junge. Das ist ein alter Mann. Themenverfehlung. Das ist ein Nerd-Junge, oder? Achso, ja, aber der ist gebuckelt. Ja. Sind das Nerdstichen? Weiß ich nicht. Sind sie das? Ja, auch nicht. Sind das Jungs? Ja. 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 Oh, das ist ja süß. Dem gebe ich ein episch. Der hat süße Bäckchen, ne? Ich wollte dich nicht abbrechen. Um deine Erklärung. Wolltest du mich nicht abbrechen? Nein. Ja, das hat verdient gewonnen. Ja, das ist richtig. Wir sind Zweite. Warte, was? Das ja, wir sind gewonnen. Zweite. Wir sind Zweite? Ja, wir sind Zweite. Also ich bin Zweite. Also du, naja, du hast nicht so viel gemacht. Aber Entschuldigung, ich hab hier... ja, auch du hast... Gemacht. Genau. Ronja, ich habe nur eine Frage für dich. Okay, pass auf. Was würdest du lieber tun, okay? Zuschauer, bitte mitmachen. Mhm. Würdest du lieber, und das ist eine schwere Frage, so, das kann nicht jeder beantworten. Okay, Würdest du lieber Easy Cheesy abonnieren... Oder richtig Ronja? Oh, das ist eine schwierige Frage. Da würde ich sagen, beide. Ich glaube, das kann ich nicht beantworten. Ja, da kann man nichts zu sagen, ne? Es ist zu viel. Nee, das geht nicht. Was würdet ihr lieber tun? Stimmt hier in der Infokarte. Stimmt ab. Ansonsten hoffe ich, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Und wie gesagt, ihr könnt hier oben heute abstimmen. Und
dann könnt ihr auch eure Ergebnisse sehen im Vergleich zu den anderen. Abonnieren wissen sie ja, das ist ja die letzte Frage schon. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!